Ich denke, wir müssen ganz klar dafür sorgen, dass auch wieder eine Reindustrialisierung geschaffen wird. Denn wir können nicht nur von Dienstleistungen leben. Wir brauchen auch Produktion. Wir müssen dafür sorgen, dass wir innovativ sind. Wir müssen dafür sorgen, dass wir die bestmögliche Ausbildung, Bildung und Ausbildung für die Bürger und Bürgerinnen haben, damit wir diese Innovation haben und das Weiterentwickeln unserer Gesellschaft. So können wir sehr viele Arbeitsplätze schaffen. Gerade im Bereich der Digitalisierung gibt es ja sehr viel Wandel, aber auch sehr viele Möglichkeiten, auch neue Arbeitsplätze zu schaffen. Und daran sollten wir uns machen.